Hi ho und willkommen bei mir zu Hause. Eine gute Freundin hat mich gebeten, für sie so eine Einkaufschip-Tasche zu nähen und hat mir ganz süß eine kleine Zeichnung dazu gemacht. Und auf der Zeichnung, da war der Schlüsselring hier oben. Und ich weiß, im Netz gibt es schon einige Videos und Anleitungen dazu von diesen Einkaufschip-Taschen. Und da war aber der Schlüsselring immer hier rechts oder links an der Seite. Dann habe ich sie nochmal gefragt, ob sie wirklich den Ring oben haben möchte. Sagt sie, ja, das möchte sie gerne. Also habe ich mir kurzerhand was überlegt und habe dazu ein Video gedreht. Zugemacht wird das hier mit so einem Camsnap. Und da ist es jetzt egal, da passt ein Euro rein. Oder aber diese Einkaufswagen-Chips zumachen. Und dann kann man das so an seinen Schlüsselbund machen oder wenn man in der Tasche sowas dran hat, so einen Karabinerhaken, kann man das daran machen und hat es immer dabei. Viel Spaß! Die Materialien und Maße schreibe ich euch unten in die Infobox. Ich nehme mir als erstes meinen Schlüsselring und das Webband und ziehe das Webband so hier durch, dass die beiden Enden bündig hier aufeinander liegen und dann die zwei Stoffzuschnitte mit den Maßen 6 cm mal 5 cm und 6 cm mal 9 cm und da lege ich das Webband mittig an die schmale Seite hier an, lege dann das kleinere Stoffstück rechts auf rechts hier oben an. Und dann nähe ich mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter hier entlang. So, der Schlüsselring ist hier zwischen die beiden Stoffteile genäht. Ich nähe heute mit beschichteter Baumwolle. Das heißt, die Enden fransen mir nicht aus. Also werde ich mir die Nahtzugabe hier nicht mit einer Zickzackschere zurückschneiden, sondern lasse das so. Und das Ganze wird jetzt auseinandergeklappt und die Nahtzugabe wird Richtung dem größeren Stoffstück gelegt. So. Und dann nehme ich mir jetzt das 6 cm mal 12 cm Stoffstück. Das wird jetzt auch rechts auf rechts hier drauf gelegt. Dann stecke ich jetzt einmal drumherum fest. Ich fange jetzt hier an zu nähen, verriegel und nähe dann einmal bis fast drumherum, bis hierhin circa und verriegel hier wieder und lass mir hier eine 3 cm große Wendeöffnung an der Seite von dem längeren Stoffstück, nicht hier oben, wo das kleine Stoffstück ist. Und mach die Wendeöffnung nicht zu klein, weil der Schlüsselring ja noch hierdurch mit gewendet werden muss. Also hier anfangen zu nähen. Die Nahtzugabe beträgt auch einen Zentimeter. Verriegeln, einmal drumherum, bis hierhin, hier wieder verriegeln. Die Ecken schneide ich jetzt schräg zurück, vorsichtig, nicht die Naht dabei verletzen. Und die Nahtzugabe kürze ich mir jetzt ja, so auf 2-3 mm. Nur hier bei der Wendeöffnung, da schneide ich die Nahtzugabe nicht zurück. So, jetzt vorsichtig durch die Wendeöffnung wenden. Die Ecken habe ich mit so einem Eckenformer hier vorsichtig ausgearbeitet und die Nahtzugabe von der Wendeöffnung habe ich jetzt schon nach innen gelegt. Jetzt nehme ich mir das längere Stoffstück hier unten und klappe es Richtung Innenseite, bis die Kante hier oben so circa 1-2 mm unter dieser Nahtlinie hier liegt. So.
Und dann klappe ich das zu, weil das ist hinterher unser Deckel. Und jetzt bringe ich hier auf der Vorderseite mittig den einen Campsnap an. So sieht das aus. Und jetzt klappe ich das nochmal zu, mache den Deckel nach hier unten, drücke hier fest drauf. Und jetzt habe ich hier, ich glaube nicht, dass man das sieht, den Abdruck von dem Campsnap hier oben. Und da bringe ich mir jetzt das Gegenstück zu dem Campsnap an. So sieht das aus. Und jetzt muss ich nur noch die Tasche festnähen. Und dazu das hier wieder nach oben klappen. Und dann hier einmal knappkantig drüber nähen und auch hier drüben. Dann wird automatisch auch die Wendeöffnung geschlossen und das kleine Einkaufsschipptäschchen ist schon fertig. Und fertig ist das kleine Einkaufsschipptäschchen. Dann jetzt nur noch bestücken, ob jetzt mit einem Einkaufsschip oder einem Euro. Und an den Schlüssel oder an irgendeinen Karabiner dranhängen, dass man es immer dabei hat. Und es kann nicht so schnell verloren gehen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.